So, dann fahren wir mal zum Auftrag, ne? Genau. Wenn wir wieder einen fixer Auftrag hier in der Nähe, ach, einen fixer Auftrag, sag ich schon, ein Verbrechen in der Nähe haben, dann werden wir es sofort bekämpfen, damit unser Ruf wieder bei dem Bürger steigt und wir wieder Leute umfahren können. Das hört sich krass an, ne? Ja, der Ruf muss wieder steigen, damit wir wieder Leute umfahren können. Aber es ist ja wirklich so. Es ist ja momentan wirklich so, wir fahren sehr, sehr oft, sehr, sehr häufig die Leute um. Und dementsprechend müssen wir auch irgendwie den Ruf hier steigern. Oh. Nee, die will ich nicht hacken. Den will ich aber hacken. Das ist es nicht wert. Ich will keinen Ärger. Und hier gibt's mehr als genug davon. Ich will ja das Richtige tun. Und haben nur einmal soll dieses Hallo? Handy funktionieren. Vollidiot. Was denn? Nur weil ich eure Handys gerade gestört habe? Aber ich liebe das mit den Gemcoms. Direkt mal wieder Gemcoms hergestellt, damit wir wieder welche haben. Für den Falle eines Falles. Ah, der hat einen schönen Motorsound. Und Feuer aus dem Hinter, aus dem Auspuff aus dem Hintern. Ja, ich fahre einmal eine Runde nochmal am Block, um so ein bisschen das Handling von dem Wagen zu lernen. Okay, das Handling ist sehr kompliziert. Weißt du, was digitale Trips sind? Nochmal ein paar Dollar geklaut. Lalalala. So. Akt 2, kein Job für Tyro. Mit dem gehe ich ein Risiko ein, aber ich halte ihn für das perfekte Ziel. Er hat nicht viel, aber viel zu verlieren. Leicht einzuschüchtern. Ambitioniert, aber faul. Okay, erst sein Zuhause. Dann das Handy anzapfen. Und alles aufnehmen, was er sagt. Klingt ja nach einem Easy Job, ehrlich gesagt. Frage ist nur, wo war es jetzt? Eindringen. Ach du heilige Maria Gottes. Wo ist denn unser Startpunkt? Da ist unser Startpunkt. Da entlang. Da entlang. So. So, jetzt müssen wir von unten nach oben und von links nach rechts, so. Und jetzt so. Und jetzt noch nach unten den. Wunderbar, eingedrungen in sein Haus. Du hast gesagt, du fährst mich zum Flohmarkt. Also was hast du denn schon zu tun, was so wichtig wäre? Arbeit, Kramer, Arbeit. Du hast einen Job. Warum sagst du das so nicht? Ist es nicht, Grandma. Ach, verstehe. Ist kein Job für Tyrone. Ist ein Job für Bad Book. Ach, bitte, Grandma. Bad Book bedeutet noch nicht mal was. Doch, tut es. Das heißt, ich bin Player. Ein was? Ein Bad Bug kommt bei jeder Frau ins Bett. Das ist widerlich. Ach, so hab ich dich aber nicht erzogen. Ja, bin auf dem Weg. Ich muss jetzt los, Grandma. Hab dich lieb. Ja, ich hab dich auch lieb. Obwohl du so ein Idiot bist. Ja. Ganz klarer Fall von Selbstüberschätzung. Du Dreck am Stecken hast. Geht alles gut. Wirst du es nicht kommen sehen. Beschatten wir ihn mal.
Müssen wir jetzt laufen oder läuft er jetzt? Ich weiß es nicht. Er fährt mit dem Auto. Yeah, be rock and roll. Warum macht der Rock das? Willst du ein Dorf kontrollieren? Dann komm als Freund. Sag ihnen, alle außerhalb ihrer Mauern sind Gestörte, die ihnen alles abnehmen wollen. Augen und Ohren in jedem Haus. Du weißt, was sie kaufen oder verkaufen. Du kontrollierst es. Wenn dir jemand krumm kommt, verraten ihn die anderen. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Weiß nicht, Mann. Warum denn? Ich will was zu sagen haben. Komm schon. Ich hab deinen Arsch überall hingefahren. Und immer pünktlich, Bee. Hab dich nie hängen lassen. Nicht einmal, Mann. Stimmt. Stimmt. Aber darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Jetzt hör mal. Ehrlich. Oh. Ja, ich wusste nicht, dass die jetzt da, also, dass das jetzt so irgendwie ein Kommando. Warum macht der Rap das? Willst du ein Dorf kontrollieren? Dann komm als Freund. Sag ihnen, alle außerhalb ihrer Mauern sind Gestörte, die ihnen alles abnehmen wollen. Augen und Ohren in jedem Haus. Du weißt, was sie kaufen oder verkaufen. Du kontrollierst es. Wenn dir jemand krumm kommt, verraten ihn die anderen. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Weiß nicht, Mann. Warum denn? Ich will was zu sagen haben. Komm schon. Ich hab deinen Arsch überall hingefahren. Und immer pünktlich, Bee. Hab dich nie hängen lassen. Nicht einmal, Mann. Stimmt. Stimmt. Aber darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Jetzt hör mal. Ehrlich. Wenn du aufsteigen willst. Ich soll eigentlich nichts sagen, aber Iraq hat Truppen zum Parker Square bewegt. Ich rede mit ihm. Vielleicht nimmt er dich rein. Scheiße, B, nicht so laut. Moment. Fuck, Mann, erwarten die Stress? Sieht aus, als ob Iraq hier alles dicht macht. Was sind wir? Babysitter? Soldaten, Bruder. Weißt du noch, als Fly und seine Jungs verschwunden sind? Sie sind zu weit gegangen. Und Iraq hat sie selbst erledigt. Ich weiß das, weil ich beim Vergraben geholfen habe. Mann, sag das auch nicht so laut, Bee. Du weißt, dein Cousin hat Schiss, dass der Mist auf ihn zurückfällt. Ich sag, was ich will. Was? Bist du etwa auch so ein Schisser? Nur wenn ich mit dir zu tun habe, Mann. Da. Damit kann ich ihn erpressen. Wenn Iraq davon Wind bekommt, dann wird Bedburg auf einer Müllkippe landen. Ich glaube, wir müssen wieder außen rumfahren, aber irgendwie. Was macht er denn da? Weiterhin beschatten. Okay, wir müssen ihm hinterherlaufen. Der andere läuft dann noch auf ein Auto drauf. Ja, okay, er geht jetzt hier in die Hütte. Ich werde ihn jetzt einfach mal von hier aus beschatten und versuchen, dass es, oder hoffen, dass es klappt. Aber ich glaube, wir müssen doch dahinter. In das Sperrgebiet. Shit. Ich hab sie doch noch nicht verloren. Ach, da ist er doch, Mann. Och, ich hasse. Das mag ich absolut nicht bei Ubisoft, ehrlich. Das mag ich bei Ubisoft absolut nicht. Das habe ich bei Assassin's Creed schon nicht gemocht, dieses Beschatten immer. Beziehungsweise dieses Hinterherlaufen und dann immer, ja, den Typen im Sichtfeld behalten. Das würde so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, die fahren hier nicht raus. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann. Ich sehe so. Wir wollen's nicht. Es gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Du hast das Recht, mir eine zu blasen. Mann, du bist irre. Du hast das Recht, oh Mann, schon wieder einer gesehen. Ah, shit, 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 shit. Ja, so soll, das war natürlich nicht Teil des Plans, beziehungsweise so sollte es natürlich nicht ablaufen. Das wird er so absperren. Da
Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, die fahren hier nicht raus. Okay, dann hoffen wir mal, dass er uns jetzt nicht sieht, wenn wir schon hier sind. Echt beschissen, Mann. Ich sehe es so. Wir wollen's nicht. Es gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Du hast das Recht, mir einen zu blasen. Mann, du bist irre. Hoffentlich dreht er sich jetzt langsam. Hör auf zu fluchen, Mann. Denk ans Gesetz. Ja, ich sehe doch die zweite Person da noch. Oh Mann. Okay. Hat noch nie gevögelt und vor seiner Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, B. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und Irex Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Okay. Oh Gott, wie sollen wir den denn weiterhin beschatten, ey? Das ist doch hier echt übel. Gehen wir mal hier in Deckung. Und dann jetzt hier. Ja, ist ja gut. Die Zielperson habt ihr gleich verloren. Oder hast du gleich verloren, ist mir klar. Irgendwo. Wow, war das knapp. Jo, Achtung! Big B im Anmarsch! Was geht, Wies? Kann ich mal zu Lil Juice? Ja, yeah, du kannst. Allein. Noch ein Wunsch? Leck mich, Mann! Auf Rundgang? Yep. Ich fahr auch gleich rüber. Was meinst du? Riechen die irgendwas? Nein, und anscheinend vertraut der Club bei Rack nicht mehr. Gut. Die Geschäfte machen sie bald mit mir. Wenn ich das Sagen hab, werde ich dich nicht vergessen. Okay, wir können hinter ihm herlaufen. Ja, ist ja gut, Ubisoft. Ist da echt knallhart, ne? Was das angeht. Boah, ich hasse dieses Hinterherschleichen. Hinter jemanden und denjenigen beschatten. Mag ich absolut nicht. Okay, da kommt wieder einer. Wie ich am liebsten. Ja, ist ja gut. Rabbit, was geht? Ich hab was Interessantes für dich. Vertrau mir. Dann erzähl mal. Nicht hier, B. Treffen wir uns. Hast du Cash dabei? Immer. Warum? Na, das wird dich was kosten. Das ist es wert. Ehrlich. Das werden wir ja sehen. Oh Gott, ich versuche jetzt mal mit den Kameras hier weiterzumachen. Ich glaube, so war es eigentlich auch gedacht. Ich glaube, deswegen wäre es eigentlich einfacher, aber... Naja, man hat so dieses Assassin's Creed, Splinter Cell und so ein bisschen drin, so dass man selber hinterher geht und so weiter und GTA und das mit dem Hinterherfahren und so weiter und so fort, aber... Was mit dem Heck... Verdammt, was geht ab? Nichts, B. Wir spielen nur. Ja, das sehe ich. Ihr sollt aber verfickt nochmal aufpassen. Das sollt ihr eigentlich tun. Soll ich Iraq anrufen und ihm sagen, dass ihr Idioten vielleicht jemanden reingelassen habt? Ist aber keiner rein, B. Die ganze Crew ist draußen, ist alles dicht. Wer besser? Wer besser? Zielperson gleich verloren. Ja, ihr seid doch, Alter, Hampels. Was verdammt weißt du, dass so viel wert sein soll? Weil du nicht mehr viel Zeit hast, wenn du mich nicht bezahlst, B. Versuchst du mir zu drohen? Aber nicht mit mir, Mann. Glaubst du, dass Iraq nichts davon erfährt? Was stimmt nicht mit dir, Mann? Ach, Mann. Ich glaube, ich muss da jetzt hin. Iraq? Im Ernst? Iraq ist ein verficktes Problem. Okay. Erzähl mir, was du weißt. Hoffe, das ist es wert. Ist ganz simpel. Die werden dich runter zu den Bricks rufen und da wirst du dann umgelegt. Das ist doch scheiße, Mann! Wow, hey, was machst du denn, Mann? Komm schon. Ah. Perfekt, Mann! Krass. Rabbit will Iraq beklauen. Wenn ihr das Schwein seht, knallt ihn ab. Bin raus, Wies. Ihr macht das.
Wo ist denn Rabbit? Wie soll ich ihm dann bei der Flucht helfen? Anrufen? Wer bist du? Der Typ, der deinen Arsch gerettet hat. Ich kann noch mehr tun, wenn du kooperierst. Wo sind die Briggs? Okay, bring mich erstmal hier raus. Dann sag ich's dir. Okay, pass gut auf. Diesen Scheißkerl Burg werde ich umlegen. Los, schnell. Ja. Ach, wie geil. Okay, jetzt. Das klappt nicht. Los, los. Okay. Was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Los, los. Verstanden. Kopf runter. Vorwärts. Ich will nicht sterben, Mann. Hab ich auch nicht vor. Ich will dich auch leben lassen. Okay, los. Bitte. Jetzt, los. Geil. Das ist doch scheiße, Mann. Die Mission ist echt Hammer. Bewegung. Alter. Die Mission ist der Hammer. Ich brauche eine bessere Übersicht. Das nimmt kein gutes Ende. Ich muss nochmal auf die Kamera. Beweg dich jetzt. Jetzt, los. Zu dem Müllton da. Das ist doch scheiße, Mann. Okay, los. Oh, geil, ey. Verdammt, ich hab keine bessere Sicht. Oh, oh, ich hab keine bessere Sicht, mein Lieber. Ah, guck mal da hier. Das nimmt kein gutes Ende. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wie krieg ich den jetzt da weg? Shit. Eskortieren? Ach, wir sollen den da hinten hin eskortieren, aber ich sag ja. Na gut, okay, dann verstehe ich das. Wenn du dich jetzt... Los, los, Kopf hoch. Werde ich umlegen. Bewegung. Okay. Los, schnell. Boah, das war knapp. Okay, jetzt. Los, los. Das war wieder knapp. Scheiße, ich hätte es fast geschafft. Verstanden, Mann. Wieder an uns vorbei rennen. Nehmen Sie das gefallene Handy auf, oder was? Och Mann, wir hätten es fast geschafft, ey, Mann. Oh, scheiße. Ich will nicht das nochmal machen. Ja, halt die Klappe. Alter! Ich bringe euch alle um. Der Typ ist doch bloß irgendein Bastard. Brauch jetzt noch Verstärkung! Hier müsste das Handy irgendwo liegen. Nehmen Sie das gefallene Handy auf. Wieso? Boah. Nee, ich würde am liebsten die Mission gerne nochmal neu starten, liebe Leute. Deswegen lasse ich mich jetzt mal eben umballern. Ich will das schaffen, ohne dass der abhaut. Geh jetzt offensiv hier rein. Alter, du kannst echt hier... na, mittlerweile hält er echt gut was aus. Okay, ich lass mich jetzt umbringen.
Alles klar. Ja, ich habe mich töten lassen aus dem einfachen Grund, weil ich das gerne nochmal versuchen würde.